Kapitaleinkünfte. Kein Thema sorgt mehr steuerlich für Streitigkeiten zwischen Linken, Mittleren und Rechten. Denn in dem Zusammenhang ist mir wieder die Frage, wie fair ist es eigentlich von seinem Kapitalvermögen zu leben und in dem Zusammenhang zu sagen, hey, ich muss nicht mehr arbeiten. Vor allem auch mit Blick darauf, dass vor allem auch im Ausland häufigerweise hier die Unterscheidung stattfindet zwischen Lohnarbeit, Unternehmensarbeit und Kapitalvermögen, wo hier oftmals auch eine massive Begünstigung vorliegt, wo einige zu Recht oder vielleicht zu Unrecht sagen, hey, das ist jetzt hier nicht mehr so fair. Im heutigen Video möchte ich mal Pro, Contra und so den internationalen Vergleich mal ein bisschen ziehen, damit du auch weißt, wie du dich vielleicht in der Diskussion, die auch im nächsten Wahlkampf wieder aufkommen wird, positionieren sollst. Und damit herzlich willkommen hier zum neuen Video von Steuern mit Kopf auf YouTube. Allgemein gesprochen ist es ja relativ einfach. Wer Vermögen hat, kann von diesem Vermögen leben. Sei es durch Zinsen, Dividenden oder auch den Verkauf von Wertpapieren. Übrigens auch an der Stelle, wir haben auch bei Steuern mit Kopf und auch in den anderen Firmen wieder massiv in P2P-Kredite investiert. Wenn du auch mit bis zu 7% Rendite oder teilweise sogar 13% Rendite investieren willst, dann ab damit unten in die Infobox, denn dort haben wir ein paar Links für dich vorbereitet. Jetzt ist es so, Kapitalvermögen ist an der Stelle eine wichtige Einnahmequelle. Und das ist auch ganz wichtig, unabhängig davon, ob du Millionär bist oder keiner. Denn was viele immer gerne vergessen, ist hier in der Diskussion vorweg, grundsätzlich in der aktuellen digitalisierten und globalisierten Welt hat erstmal jeder vorab die Möglichkeit, hier zu investieren. Und das ist unabhängig auch der Gesamtsituation. Also das wird auch immer wieder gerne hier als Vorab-Argument, deswegen ziehe ich es vorab mit rein, genommen, dass es heißt, ja, aber nur Vermögende können in Aktien investieren. Nein. Zum Beispiel, es gibt an der Stelle bei der Comdirect gibt es Sparpläne ab 25 Euro. Bei anderen Anbietern gibt es Sparpläne, Kosten 0 Euro, Investment ab 1 Euro. Das kann man natürlich über die Rentabilität diskutieren, das ist ein anderes Thema, aber das möchte ich erstmal vorwegnehmen. Jeder kann in Deutschland und auf der Welt, natürlich, wenn es der Staat zulässt, hier in Deutschland auf jeden Fall, in im Großen und Ganzen Aktien, P2P-Kredite oder auch bloß am Sparbuch investieren. Das mal vorweg, weil das will ich gerne mal hier vorwegnehmen, weil das gerne mal sonst hier mit angeführt wird. Was ist aber jetzt dieses ganze Thema? Also das Hauptthema ist dann natürlich die Frage, sind die 25% Kapitalertragssteuer plus Soli, der übrigens bei Kapitaleinkünften weiterhin gilt, und eventuell Kirchensteuer, hier überhaupt noch zulässig oder in dem Zusammenhang ist es überhaupt gerecht? Jetzt muss man wissen, wie funktioniert erstmal das System. Zinsen sind im Großen und Ganzen hier Erträge aus verzinslichen Anlagen. Sparbücher, Festgeld, Tagesgeld und so weiter und so fort. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich heute hergehe, was ich zum Beispiel auch mache, ich packe jedes Monat, was weiß ich, 100, 150, 200 Euro auf mein Tagesgeld, um mir vielleicht in 2024, 25, 26, was weiß ich, ein Auto zu kaufen, eine Rücklage zu haben für eine Waschmaschine oder ähnliches, dann spare ich. Und dieses Sparen führt dann zwangsläufig dazu, dass ich Zinsen bekomme. Unabhängig der Höhe, wie gesagt, wir hatten jahrzehntelang negative Zinsen sogar, teilweise, wie gesagt, waren wir jetzt in 2023 wieder bei bis zu 4%, teilweise sogar in Fremdwährungskonten schon bei 7%, wo man ganz klar sagt, okay, ist das System dann überhaupt zulässig? Also oder ist das überhaupt fair an dieser Stelle? Hier muss man ganz klar sagen, wenn du heute eine Rücklage aufbaust, dann willst du doch auch dementsprechend, dass das Geld für dich arbeitet. Das ist doch eigentlich für dich auch der Punkt. Unabhängig davon, ob du, wie gesagt, jetzt 1.000 Euro, 10.000 Euro, 100.000 Euro, 1 Million, 10 Millionen am Konto hast, das ist doch eigentlich für jeden nur fair. Und vor allem gelten für jeden hier die gleichen Regelungen. Zudem profitieren natürlich in diesem Zusammenhang Personen, die ein geringeres zu versteuerndes Einkommen bezogen auf oder Kapitaleinkünfte haben, hier noch von Freibeträgen. Diese wurden ja zum Beispiel jetzt im Jahr 2023 auf 1.000 Euro bei Einzelveranlagten und 2.000 Euro bei Zusammenveranlagten, ja, ganz einfach erhöht. Jetzt gibt es die zweite Position. Zinsen ist das eine Thema. Da heißt es wieder, das frisst doch die Inflation auf. Deswegen profitieren doch angeblich nur vermögende Personen von an der Stelle Dividenden zum Beispiel, Unternehmensbeteiligung. Auch das ist falsch.
Ich habe es im Eingangsstatement schon gesagt, jeder kann heute in einen ETF investieren. Jeder kann heute in, was weiß ich, Coca-Cola, in Procter & Gamble, in Microsoft, in die Commerzbank, in, was weiß ich, BASF, in sonst irgendein Unternehmen weltweit investieren. Und jeder kann zum Beispiel schon ab teilweise einem Euro, je nachdem welchen Broker du nutzt, hier dann also Dividenden bekommen. Steuerlich die gleichen Regelungen, bis 1000 Euro als Single, hier alles steuerfrei. Dann natürlich hast du deine entsprechenden Einnahmen. Und das ist hier ein Thema. Was durchaus hier ein Thema wird, das ist vor allem, was ja bei den kleineren, sag ich mal, ein Thema wird, also bei den kleineren Investoren an der Stelle, Thema Doppelbesteuerung. Hier gibt es durchaus auch ein Thema, wo man ganz klar sagen muss, das sollte man sich nochmal überlegen, ob das vielleicht nicht in der nächsten Steuerreform von Christian Lindner, was ja angedacht ist, eventuell hier etwas sich ändert. Denn es gibt hier durchaus eine Doppelbesteuerung von Unternehmensebene und an der Stelle zum Beispiel auch dann nochmal der Privatebene. Weil ja zum Beispiel die KG, beziehungsweise nicht die KG, die AG, die GmbH, je nachdem, wo du investiert hast, zahlt einmal Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer, wenn sie natürlich nicht gewerbesteuerlich befreit ist. Gibt Ausnahmen hier. Dann wird nochmal bei der Ausschüttung nochmal 25% plus Soli plus Kirchensteuer fällig, was dann natürlich je nach Hebesatz der entsprechenden Gemeinde das knapp unter oder sogar über 50% Steuerbelastung heben kann. Wichtig auch hier für die Spezialisten natürlich, kommt immer auf den ausschüttbaren Gewinn an. Nicht, dass wieder heißt, hier wieder was durcheinander gebracht. Grundsätzlich aber an der Stelle haben wir hier teilweise eine 50%ige Besteuerung. Sogar von den ganzen Millionären. Denn unabhängig davon, ob du jetzt 1000 Euro oder 5000 Euro Dividenden im Jahr bekommst oder 100.000 Euro Dividenden, die Besteuerung auf Unternehmensebene und auf privater Ebene findet gleich statt. Ausnahmen hier für große Beteiligungen, Gesellschaft, Geschäftsführerverhältnis und Ähnlichem. Jetzt kommen wir zum weiteren Thema. Auch Kursgewinne. Heißt es immer wieder, davon profitieren nur Reiche? Nein, auch als du als Kleinanleger kannst mit 1.000, 2.000 Euro theoretisch am Aktienmarkt, ja, sei mal handeln. Nicht spekulieren, sondern handeln. Auch hier ist es so, Spekulationsfristen gab es ja früher, die wurden dann weggenommen. Wobei man hier ganz klar sagen muss, das wäre eigentlich für eine super Altersvorsorge wieder gedacht, wo man sagt, von mir aus 10 Jahre Spekulationsfrist, nach 10 Jahren sind die ganz einfach steuerfrei, ohne Probleme, möglich. Jetzt gehen wir aber mal rein und schauen uns mal das an. Wie gesagt, das war jetzt also ein bisschen Vorgeplänkel. Und hier muss man ganz klar sagen, die Diskussion zur sozialen Gerechtigkeit und Ähnlichem von Besteuerung von Kapitalerträgen steht immer wieder im Raum. Jetzt muss man sich aber die Frage stellen, ist das denn wirklich so? Profitieren wirklich vermögende Personen hier nochmal nachhaltig oder haben sie hier einen Vorteil? Klar, wenn man das immer im Vergleich zieht, zum Beispiel mit anderen, mit Arbeitseinkünften, mit natürlich gewerblichen Einkünften, mit sonstigen Einkünften, dann ist das schon so, wo man hier ganz klar sagen kann, klar, hier wird unterschieden zwischen Arbeitseinkommen, dann natürlich Unternehmenseinkommen als Gewerbetreibender, Selbstständiger, Land- und Forstwirt und dann in die Kapitalvermögen. Das kann grundsätzlich ein Vorteil sein. Aber es ist keine Benachteiligung von irgendeiner Gruppe. Denn für die Kleinanleger, die ja die meisten vielleicht gerade mal unter 1.000 Euro pro Jahr Aktiengewinne, Dividenden oder sonstiges bekommen, ist es eh steuerfrei. Das heißt, im Großen und Ganzen ist es auch hier wiederum wichtig, und das ist auch ein Thema, was wir vor kurzem hatten in einem kleinen Thema zum Beamtentum, wo es schon das Thema ist, diese Personen stellen sowohl auf Dividendenebene, beziehungsweise an der Stelle auf Kapitalmarktebene, dann auf Tagesgeldebene, stellen diese ihr Kapital dem Markt zur Verfügung. Das heißt, sie geben dieses Kapital an zum Beispiel dich aus. Richtig. Nämlich jemand, der am Tagesgeld, am Girokonto oder sonst irgendwo das Geld hat, der kann dir dieses Geld ausleihen. Und dann geht die Bank her und gibt dir dieses Geld weiter. Er ist natürlich, wie gesagt, mit der Gesamt-Giralgeldschöpfung noch ein bisschen komplexer, aber so vereinfacht ist das hier der Fall. Na, schon gewusst, jetzt gibt es auch Online-Kurse von Steuern mit Kopf. Zum Beispiel unseren Bestseller-Gründerkurs. Schau gleich mal vorbei auf steuernmitkopf.de. Andererseits ist es auch so, am Kapitalmarkt wirst du jetzt sagen, ja, aber vom Kapitalmarkt, da profitieren nur Reiche. Nein, auch hier ist es nämlich so, dass hier Personen ihr Kapital dem Kapitalmarkt zur Verfügung stellen, jemand anders nimmt das Geld wieder raus und davon profitieren zum Beispiel auch in Zukunft die Aktienrente, Pensionsfonds in Amerika oder auch hier in EU-Staaten, die massiv davon profitiert haben, wo Personen oder Länder mittlerweile pro Kopf ein Vermögen haben und keine Schulden mehr.
Die unterschiedlichen Erträge sind durchaus natürlich hier, ja, kann man sagen, ein bisschen fragwürdig. Wobei man aber auch sagen muss, was will man denn damit erreichen? Eigenkapitalstarke Länder und Unternehmen sind stabiler als die, die kein Eigenkapital haben. Und wie gesagt, an der Stelle bedeutet das ja auch, wir machen das bei Steuern im Kopf, dass wir international unser Kapital zur Verfügung stellen, über P2P-Kredite, über zum Beispiel Bondora, über Mintos und so weiter und so fort. Und die Sinnhaftigkeit von in dem Zusammenhang Steuersenkungen auf Kapitalerträge hatte ja damals einen Hauptpunkt. Und zwar, besser hieß es, besser 25% von irgendwas als 45% von nix. Und jetzt könnte man auch sagen, ja klar, das war vor knapp 20 Jahren so. Aber heute hat man ja die ganzen Daten. Allgemeiner Informationsaustausch seit 2016, dann wie gesagt die ganzen Meldedaten, Banktransaktionen, Blockchain-Daten, alles möglich hier, sage ich mal, von der Finanzverwaltung einfach als Datenbestand vorhanden. Macht es dann eigentlich noch Sinn? Ja, weil durchaus man auch hier wiederum sagen muss, es gibt hier schon eine Unterscheidung. Und zwar, man muss natürlich zwischen diesen Extremen auch unterscheiden. Denn es trifft nicht nur, und das ist das Problem, warum ich diese verzerrte Sichtweise immer wieder sehe, ist an der Stelle, du hast die extrem vermögenden Personen. Wie viel sind das? Das sind vielleicht nicht mal ein paar Tausend. Die dir wirklich nichts mehr machen. Die wirklich nur noch, sag ich mal, nichts tun. Aber auch da ist der Erbanteil so gering. Viele der großen Vermögenden oder auch der Mittelstand, die bauen sich dort einen Teil ihrer Altersvorsorge auf. Zum Beispiel ist es an der Stelle so, dass ich ja als Unternehmer, meine Altersvorsorge ist nicht die gesetzliche Rentenversicherung. Ich muss mich selbst oder auch jeder Unternehmer muss sich selbst um seine Altersvorsorge kümmern. Also ich habe noch den Sonderfall, ich bin im berufsständischen Versorgungswerk, Pflichtmitglied, also ich kann da nicht raus. Aber wie gesagt, ich würde an der Stelle hier lieber mein Kapital weiter am Aktienmarkt oder in Immobilien anlegen, als die Verpflichtung hier mit der gesetzlichen Rentenversicherung zu haben. Bin ich auch so ehrlich, die gesetzliche Rentenversicherung wird ja auch nicht umsonst in eine Aktienrente umgewandelt. An der Stelle muss man ganz klar sagen, dass man hier schon etwas, sag ich mal, das Ganze differenziert betrachtet werden muss, weil Unternehmer gar keine andere Möglichkeit haben, für ihr Alter vorzusorgen. Das heißt, jeder Unternehmer muss zwangsläufig entweder sein Unternehmen so aufstellen, dass es irgendwann ohne ihn weiterläuft und dass er irgendwann vielleicht das in die nächste Generation übergibt und er dann davon leben kann, von den Ausschüttungen aus eben jener GmbH oder AG, was er hat. Oder er legt das Ganze im Kapitalmarkt an, hier Dividendenaktien, Immobilien ist auch so ein Thema. Oder er hat das Glück, der eher seltenste Fall, verkauft mit 60 das Unternehmen für mehrere Millionen, kann davon leben. Passt auch wieder. All diese Situationen gibt es natürlich. Das heißt, die muss man schon differenziert betrachten, warum diese Sondersituation ist. Denn Kapitalvermögen bedeutet ja, schon mal bereits versteuertes Kapital wieder jemandem zur Verfügung zu stellen und dann wieder etwas rauszuholen. Und vor allem auch Altersvorsorge damit aufzubauen. Und deswegen muss man ganz klar auch sagen, das ist jetzt eine sehr krasse Aussage, aber jeder, der sich hinstellt und sagt, dass Aktien im Großen und Ganzen nicht zur Altersvorsorge hergenommen werden sollen und sagt, dass Aktien zum Beispiel auch Höllenzeug sind, was ich auch schon mal gehört habe, Teufelszeug. Der soll sich aber dann bitte nicht beschweren, wenn an der Stelle im Alter die Rente nicht reicht, weil du nicht vorgesorgt hast. Das ist damit dein Problem, nicht das desjenigen, der schlauer war als du. Kommen wir jetzt aber mal noch zum internationalen Vergleich. Das ist ja immer mein Lieblingsthema. Und zwar an der Stelle ist es nämlich so, dass es ja immer gerne hier ins Ausland gezeigt wird, aber immer nur dann, wenn es passt. Gerade so ein Thema Vermögensteuer. Ja, es gibt zum Beispiel in manchen Ländern eine Vermögensteuer, aber fairerweise muss man sagen, in den entsprechenden Ländern gibt es aber keine so hohe Steuer aufs Einkommen, es gibt keine Erbschaft- und Schenkungssteuer und so weiter und so fort. Es gibt zum Beispiel dort in vielen Ländern keine Kfz-Steuer, es gibt keine Grundsteuern und sonstiges. Dafür gibt es halt die Vermögensteuer, weil es dort effizienter gestaltet ist. Jetzt muss man mal ganz klar sagen, wie sieht es denn überhaupt im Ausland aus? Und im Ausland ist es grundsätzlich so, klar, es gibt Länder, bei denen ist die Situation im Kapitalvermögensbereich höher. Es gibt aber zum Beispiel auch in unseren EU-Mitgliedstaaten Länder und auch im asiatischen Raum, dort ist alles, was Kapitalvermögen ist, grundsätzlich steuerfrei. Warum? Weil die einfach wissen, sie haben hier ein anderes, ganz einfach zum Beispiel Altersvorsorgesystem und deswegen soll alles, was in der Altersvorsorge hier aufgebaut wird, steuerfrei gehalten werden, damit man sich hier nicht mehr um seine Bürger kümmern muss, sondern selbstverantwortlich das Ganze gehandhabt wird. Und es ist hier, wie gesagt, immer wieder das Thema, dass man hier international neben der Mindestbesteuerung, die jetzt auch durchgeführt wird ab 2024, auch eine Mindestkapitalversteuerung stattfinden soll. Oder zum Beispiel hier die Finanztransaktion
Finanztransaktionssteuer. Da nur so ein kleiner Hinweis auch an der Stelle, weil es immer darum geht, Finanztransaktionssteuer, ja, die muss kommen. Man sollte sich mal genau nochmal damit auseinandersetzen, was Olaf Scholz damals damit eigentlich bezwecken wollte. Er wollte nicht bezwecken, dass die Kleinanleger hier, sage ich mal, geschützt werden. Nein, weil genau die hochspekulativen Produkte hat zum Beispiel Olaf Scholz damals ausgenommen, als er Bundesfinanzminister war und auf seine europaweite Tournee gegangen ist. Das mal bloß so hier als kleiner Denkanstoß auch noch. Wie gesagt, grundsätzlich, was ist deine Meinung? Kapitalvermögen, soll es besteuert werden wie normales Vermögen? Oder soll es komplett steuerfrei gestellt werden, wie es, sag ich, mit anderen Ländern ist? Oder findest du den Mittelweg mit 25%, wie er aktuell ist, also bis zu 25% aktuell fair? Lass uns deine Meinung wissen.